tut es mir ja leid, sie zu wecken. Guten Morgen! Happy Kaninchen ist da und will mit seinen Freunden spielen. Guten Morgen, Melan! Ach Mann! Guten Morgen, Rott! Oh, Viertelstündchen! Na, Viertelstündchen, da ist das Frühstück aber schon vorbei. Ich hab den Tisch gedeckt. Guck mal, Rott, Ahrenchen und Bierchen sind auch schon wach. Oh, okay, okay, okay. Und der Elefant! Komm, Kinder. Und mein Lieblingsspiel. Ist auch schon wach. Erst Zähne putzen. Ihr wisst ja, ohne Zähne putzen kein Geschlechtsverkehr. Aber das Schöne ist ja, das Schöne ist, dass ich mich gar nicht ausgezogen habe und sogar die Schuhe schon anhabe. Das mache ich auch immer so. Guten Morgen. Oh. Wer hat mich angezogen? Wer hat mich angezogen? Ein schöner Tagesanfang in der Lindenärzte. Rott ist plötzlich schon von ganz alleine angezogen. Wer war das? Wie konnte das geschehen? Mann, Mann, Mann. Spannend, spannend, spannend. Rott, du bist doch gar nicht angezogen. Du bist doch nur stark tätowiert. Ach Mensch. Ach, so. So bin ich nicht vorher drauf gekommen. Ah, fertig. Gut. Frühstück. Ab zum Frühstück. 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 Essen, essen. Aber wer hat den Tisch gedeckt? Werden wir jemals erfahren, wer den Tisch gedeckt hat? Was wird noch geschehen? Werden die Ärzte an ihren Tisch kehren? Schalten Sie ein, die Strandärzte. Danke, dass du den Tisch gedeckt hast, Farin. Ach, ich war das ja. Ganz Frühstück. Frühstück. Okay. Hey. Hallo, Papi. Papi. Ach, Frühstück. Frühstück ist was Schönes. Oh, danke. Danke, Mann. Ich hasse dich. Lecker Apfel. Irgendwie vom Apfelschälen bin ich ganz schön satt geworden. Ja? Ja. Ich glaube, ich gehe mal in das andere Zimmer. Da war ja auch schon lange nicht mehr, Rott. Hier ist auch ganz schön langweilig eigentlich. Ja. Frühstücken ist ganz schön öde. Aber schön Jungs, langweilig. Ich gehe ins andere Zimmer. Jungs, ihr wollt in das andere ich komm Zimmer? Ich ja bleiben. Ich komm mit. Komm. Das andere Zimmer? Andere Zimmer. Andere Zimmer. Andere Zimmer. Sie gehen ins andere Zimmer. Wie hole ich Sie wieder zurück? Bela und Rott sind jetzt in dem anderen Zimmer. Während Farin am Frühstückstisch sitzt, wird er es schaffen, sie wieder zurückzuholen? Schaltet ein bei Ein Arzt für alle Fälle. Boah, das war eine tolle Idee, im Wohnzimmer zu gehen. Das die meiste Action ist immer noch im Wohnzimmer. Finde ich auch. Ja, schön wir gemütlich. Noch ein paar Schimmel in der Küche. Ach, diese langweilige Frühstücken. Hey, das Kind an Manikians, Jelle auf Wacklermus. Komm, Jüngelchen, du Nähnchen. Wanna hole up with me? What? Wanna hole up with me? Ist das auch Kölsch? Mhm. What do you have when your donkey eats the legs of my rooster? 2 feet of my cock in your ass. Ach. Das. Überraschung! Das ist Farin, der da ruft. Von wo ruft er denn? Von wo ruft er? Ist der draußen? Nee, da ist keiner am Dammtisch. Von wo ruft Farin? Von wo hat Farin gerufen? Würde es ihm gelingen, Rodrigo und Bela aus dem actiongeladenen, unterhaltsamen Wohnzimmer in einen anderen Raum zu locken? Schalten Sie ein bei Ärzte Babys.
darf eingehen und du darfst zwei gehen, so war's. Okay. Guck mal, hab ich kleine Töpfchen. Nimm mich einfach mal auf, ne? Lass mein Töpfchen da. Crazy. Ja, dann sind wir jetzt beide gleichzeitig dran dafür. Ja. Ich hab eine Fledermaus. Du kannst ein Feld vorrücken. Ein Fledermausfeld aber nur. Ich darf einen essen. Muss jetzt suchen, wo eine Fledermaus ist. Du musst ein bisschen hier hinrücken. Aber ich darf auch einen essen. Der spielt dann nicht mehr mit. Ja. Oder? Ja. Okay. Und Icke darf jetzt eine Mark an Rott zahlen. Das ist ein kompliziertes Spiel. Was, nimmst du auch zwei Pfennig? Ja, ist okay, nicht gebraucht. Cool, ist okay. Gut. Also einem Sinn. Und das hat lange gedauert, bis wir die Regeln konnten. Oh, Fledermaus. Warte, Moment, jetzt bin ich gerade. Moment. Du kannst jetzt mit zwei würfeln und zwar sechsmal würfeln. Sechsmal würfeln. Ja. Eins. Und du darfst dann aber nur einen. Oh, Doppelfledermaus. Du darfst nur einen Wurf nehmen von den sechsen. Doppelfledermaus. Also geht meiner wieder zurück ins Häuschen. Genau. Und Moment, da muss ich einfach um die eigene Achse drehen. So war das doch. Eins und zwei. Ich glaube, ich muss einmal, zweimal drücken hier. No. Und geh einen Schritt. Nee, ich darf einen Schritt gehen. Ach so. Hast du vergessen? Verdammt. So. Darf ich jetzt, bin ich jetzt auch nicht dran? Ach so, ja. Ach, deine Geburtsdatum durch 10 teilbar? Nee. Aber wir müssen jetzt, also wir müssen jetzt raten. Eins. Mhm. Ein Flügel. Okay. Und du bist dran, Ludwig, oder? Ich bin dran, genau. Und weil ich eine Eins habe, darf ich jetzt. Darf ich denn jetzt? Warte nochmal. Das ist jetzt schwierig. Jetzt habe ich die Regel auch vergessen. War das nicht mit einem Topflappen aufs Spielfeld legen, das so abdecken? Oder muss nicht eine Banane jetzt ins Spiel kommen? Ja, aber nee, erst mit einem Topflappen. Mit einem satanischen Pferd drauf? Genau, mit einem satanischen Pferd drauf. Und dann das Spielfeld so abdecken. Jetzt darf man hier nicht mehr spielen. Okay. Das habe ich jetzt so bestimmt. Ja, bis ich meinen Teufel, den ich vorhin gegessen habe, wieder auswürge. Okay, du bist dran. Nein, ich bin dran. Ich bin dran, das heißt, ich setze aus. Das heißt, wenn du aussetzt, dann darf ich nochmal mit dem zweiten Würfel. Ich habe ja nur eins. Genau. Scheiße, jetzt darf Rott eine Fledermaus gehen. Scheiße. So. Oh, es kommt, alles klar. Okay, wir können den Topflappen wegnehmen. Moment, es sei denn, der nächste Würfelbestimmer, was du bist. Es sei denn, es kommt jetzt eine Fledermaus, ne? Moment, hey. Was ist denn eine Fledermaus? Wieder essen. Ich glaube, du musst ihn wieder essen. Zwei Pfennig müssen hier rein. So. Jetzt geht nicht mehr zu. So, guck mal, was ich hier habe. Drei und Fledermaus. Das heißt? Jetzt vier. Fledermaus ist eins. Ich glaube, ich kann einen von deinen jetzt bewegen. Ja, okay. Ah, Moment. Da kannst du aber nicht, weil ich jetzt gerade eine automatische Schranke. Nein, die Barrikade. Die Barrikade. Damit muss ich aussetzen, ne? Hättest du mal. Moment, Rott. Es sei denn, du findest eine Imperialisten-Brauseflasche. Kann ich die schon einsetzen mit einer 3? Nee, mit einer 3 kannst du die zu hören. Kannst du aber nicht einsetzen. Aber du gabst aber Moment, du lachst nur die Luft. Was ist mit dem Propangas? Oh, das ist mit aber nur Zusammenarbeit mit dem Feuerzeug. Siehst du, jetzt kann ich nämlich doch. Hey Jungs, das geht nur im Zusammenhang mit dem Feuerzeug. Und das war wieder eine spannende Folge von Ärztezeiten. Wie wird es weitergehen? Wird Rodrigo González die gefürchtete Ben-Gurion-Taktik anwenden? Wird Farin Urlaub eine Imperialistenbrause benutzen, um die Bananenbarrikade zu überwinden? Oder wird Bela Beser mit seinem Geschlechtsteil noch einen Großbrand verhindern? Schalten Sie morgen ein, wenn es heißt Ärztehof. Jungs, komm, wir gehen ins Wohnzimmer. Kein Bock mehr. So blöd. Ja, das ist langweilig. Scheiß Spiel, echt. Das ist ja Kevin Ball noch besser. Gucken wir mal hier rum im Ärztehof. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme Haus. Sie stellt sich zur Schau für das Konsum und Luft und wird von Millionen angekauft. Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt, korrekt, und hat
hier schon alle Männer abgerissen. Wartet ihr jemand? Nee, ich nicht. Nee. Hat geklingelt, oder? Farin, du arbeitest da jemand. Hat geklingelt gerade, ja. Nee, ich habe eigentlich niemanden. Gott? Ich weiß von nichts. Vielleicht ist es der Postbote? Vielleicht meine Ex-Freundin? Hat es schon wieder geklingelt, oder? Hattest du eine Ex-Freundin? Also, jetzt krieg ich aber langsam Angst. Wer weiß, also ich mach nicht auf. Ey, vielleicht ist die Polizei. Ich mach nicht auf. Polizei, warum soll die Polizei kommen? Was war doch nie mit der Polizei zusammen? Stimmt auch wieder. Und die Polizei schreibt auch keine Briefe zu, oder? Nee. Da kann nicht sein. Ey, vielleicht ist es ein Serienmörder. Das ist jemand, der rein will. Darum klingelt der. Mein Fabian, du malst auch immer gleich alles schwarz, ja? Also hier, ja? Also das Leben kann auch schön sein. Das ist eigentlich der Peter Steele der Band. Ja, aber... Also... Ich finde das schon komisch. Ey, ist ja egal, hat ja aufgehört, das nächste. Ja, ist doch super. Das ist Sturmklingeln. Da klingelt jemand Sturm. Oder vielleicht ist der Schalter kaputt. Nee, da will... Da ist niemand. Rott, da will jemand rein. Da will bestimmt keiner rein. Man müsste echt mal gucken gehen. Da will keiner rein, oder? Man müsste mal gucken gehen. Ich weiß nicht, nee. Also solange es nur klingelt, steht er unten. Aber wenn es klopft, dann wissen wir, es ist jemand oben. Erst klingelt er, dann kommt er rein, richtig? So wert. So wert. Aber... Wenn wir gucken... Aber ich geh nicht gucken. Nee. Rott. Jetzt klopft's. Okay. Es hat geklopft. Die Ärzte könnten jetzt zur Tür gehen und rausfinden, wer da steht. Wer ist es? Ist es nicht klopfen, hier fährt Frankenstein? Ist es... Olli P.? Oder ist es vielleicht jemand ganz anders, von dem wir gar nicht wissen, wer es ist? Schaltet wieder ein, wenn es heißt, die Straßen von die Ärzte. Mann, hat das lange geklopft, wa? Ewig, das muss eine Stunde gedauert haben. Das hat endlich aufgehört. Da ist schon 12:30. Ich glaube, ich ein Glück, dass wir nicht wissen, wer das war. Ey, ich hab mich immer schlafen. Nacht, Bela. Nacht. Süße Träume. Mann, da hat es geklopft. Und geklopft, wisst ihr noch? Wir saßen da und es hat einfach geklopft. Ja, vor allen Dingen. Also erst hat sie klingelt, also, dann hat sie geklopft. Das war total crazy. Das ist verrückt. Also was ich mir schon für Gedanken gemacht habe, wer das sein könnte. Ich auch. Also deine Ex-Freundin oder die Polizei? Irgendjemand, also... Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal schlafen. Schlaf gut, ne? Aber... Oh, was mache ich denn? Gott, ich glaube, ich bleibe noch heute vor der Tür. Was ist denn? Da ist jemand im Bad. Nein. Das glaube ich nicht. Komm, das geht doch. Hallo, ist da wer? Da ist jemand im Bad. Wer kann das sein? Wer ist das wohl? Wer ist das wohl? Vielleicht der Typ, der geklopft hat. Der ist in der Wohnung. Wieder. Und wo ist Bela? So, liebe Zuschauer. Wie wird es wohl ausgehen? Wo ist Bela? Wer ist in der Toilette? Was machen Farin und Rott? Was ist passiert? Was ist hier los? Schalten auch Sie wieder ein zu Geliebte Ärzte. Verdammt, verdammt. Es hat geschrien. Entweder das ist das Klo oder der Typ, der vorher geklopft hat. Das ist Belas Stimme, die erkenne ich unter Zweien. Was machen wir jetzt? Bela, halt durch, wir kommen. Verdammt, es ist eine Tür. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Ah, hol das Werkzeug, ich suche Schlüssel. Der könnte passen. Es ist ein Knabberschlüssel. Hier, ich hab was. Du hast was gefunden. Okay. Okay, ich sag mal, das ist ein... 75, ja, knapp 74,8. Ich hab's. Ja. Okay. Irgendwie muss es gehen. Irgendwie muss es doch gehen. Es muss schneller gehen. Hier. Ich hab's gleich. Okay. Aufschlagen. Rott! Ja. Rott! Die Klinke. Werden Rott und Farin es schaffen, die Tür zu öffnen? Wird Bela hinter der Tür sein? Wird überhaupt alles gut oder wird alles total gefährlich und so? Schaltet wieder ein, wenn es heißt, jede Menge Ärzte. Los, schnell, stirb!
Bela, ich bin bei dir. Bela, was ist ich bin los? Bei dir. Alles wird gut. Alles wird Zeit, gut. Er zeigt doch irgendwas. Er will uns irgendwas sagen. Er will uns irgendwas sagen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich hab's. Der Waschlappen ist runtergefallen. Der Lappen. Von diesem Haken. Bela, halt durch. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Magie. Schwarz. Was wird jetzt passieren? Werden die Ärzte mit gemeinsamer Kraft den Waschlappen wieder auf den Haken hängen? Wird der Haken sich wehren? Wird der Haken alles zulassen? Schalten Sie auch nachher wieder ein, wenn es heißt Spandau, die Soap von der Insel. Er hat aufgeregt, ne? Hat mich so mitgenommen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn Rott nicht diese Aktion mit dem Lappen gebracht hätte. Das war eine geniale Idee. 12 Jahre Lappentraining. Bin auch völlig. Rott hat sich echt bezahlt gemacht. Ich hab immer gedacht, warum macht der Rott das? Ey, Mann. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Also ich hab irgendwie instinktiv geschaltet. Du hast wie in Trance gehandelt. Du hast oder? Gar nicht nachgedacht, oder? Du hast einfach was gesagt, einfach machen, oder? Ja, es war wie ein innerer Notruf in mir. Ich musste. Das war super. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mir da drin ging, alleine ohne euch, mit den Lappen. Das klingt so furchtbar, dein Geschrei. Bela, dein Geschrei, ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich kann jetzt gar nicht mehr schlafen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt ein bisschen Fernsehen gucken oder so? Gute Idee eigentlich. Nee, ich habe eine bessere Idee. Wartet mal. Puh, das war harter Stoff. Da hatten die Ärzte noch mal Glück. Aber 12 Jahre Lappentraining von Rott haben sich bezahlt gemacht. Doch was kommt jetzt? Was für eine überraschende Idee hatte Farin? Schalten Sie wieder ein bei Gute Ärzte, Schlechte Ärzte. Was hat Farin wohl vor? Ich hab keine Ahnung, er will nicht Fernsehen. Was kann besser sein als Fernsehen? Ich hab keine Ahnung. Hey! Hi, Jungs! Ratet mal, was ich hier habe. Diese Folge war so spannend, dass sie ganz schnell vorbeiging. Und wir wollen alle wissen, was Farin für eine Überraschung für seine beiden Freunde parat hat. Schaltet ein bei Unterärzten. Na, rock you like the Ärzte can. Hey, Farin, das war eine super Idee. Ist viel besser als Fernsehen. Ach Gott. Meiner kann schreiben. Meiner kann Gitarren zerbiegen. Meine können fliegen und headbangen. Jetzt habe ich aber genug geschrieben. Ich schreib doch noch ein bisschen, Farin. Nö, ach, ich geh mal in die Küche. Spiel ihr ruhig noch weiter mit euren Kisspuppen. Ey, gib mir mal deine Puppe. Die finde ich auch ganz gut. Hey, die finde ich auch noch gut. Gib mal her. So, dann nimm doch die auch noch. Meine Band. Ey, Rott, wollen wir nicht über Fernsehen, oder? Ach nö, du, ich kann hier nicht weg. Ich habe noch ein bisschen zu tun, hä? Was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz komisch plötzlich. Farin, komm mal her. Ja? Der Rott ist ganz komisch. Guck mal. Rott, kommst du auch Fernsehen? Nee. Rott, kommst du essen? Oder nee, keine Zeit. Rott, kommst du abspülen? Nee. Rott, kommst du kacken? Nein, jetzt lass mich in Ruhe. Nein. Ich hab davon gehört. Glaubst du wirklich, er ist? Ich hab davon gehört. Du glaubst, er ist? Ich hab davon gehört. Was ist los mit Rott? Was hat Bela für eine Vorstellung von dem, was mit Rott los sein könnte? Was befürchtet Farin, was Bela gleich sagen wird? Über Rotts Zustand. Und werden Sie sich einig sein? Schaltet wieder ein, wenn es heißt gegen die Ärzte. Du meinst, es ist? Ja, ich meine, es ist Kisspuppensucht. Rott? Ey, Rott. Was ist denn? Was nervt ihr mich schon wieder? Rott, du musst jetzt ganz stark sein. Guck mal. Was denn? Guck mal.
Ist jetzt nicht so wichtig. Guck mal, Chips. Gib mir nochmal eine Chips. Guck mal, hier. Oh, was zu lesen. Guck mal, was Spannendes zu lesen. Nimm mal hier. Du musst jetzt ein bisschen mal auf Entzug gehen. Ich war gerade bei der Zugabe. Guck mal. Was denn? Das ist doch auch passende Kistpuppe. Guck mal hier, guck doch mal, Rott. Ja, damit kann man doch auch schön spielen, Rott. Fahr ihn wohin? Ins Klo? Ja, wirf sie ins Klo. Meine Kistpuppen. Ach, Rott, halt durch. Das wird jetzt hart. Cold Turkey. Rott, du musst durchhalten. Wird Rott es schaffen? Werden Farin und Bela es schaffen, ihn von der Kisspuppensucht zu befreien? Wie wird er sein Kohljohn überleben? Wird er viel schwitzen? Wird er viel kotzen? Schalten Sie ein, wenn's heißt Ärzteruf. Okay, Bela, wie ist dein Plan? Farin, du musst jetzt genau zuhören. Okay. Ich habe hier etwas, das habe ich noch nie benutzt. Aha. 3D-Brillen. 3D-Brillen. Wir setzen uns und Rott diese 3D-Brillen auf. Ja? Und befördern uns damit automatisch in eine dritte Dimension. Klar. In dieser dritten Dimension hat Rott automatisch eine Kraft mehr, um den Kojin und seine Sucht zu besiegen. Die Kisspuppensucht? Richtig. Verstehst du? Er ist ein Drittel stärker, was ihm helfen kann. Wir müssen es versuchen. Das ist unsere einzige Chance. Ich habe es verstanden. Es macht Sinn. Macht Sinn. Also, los. Belas Idee klingt verrückt, aber es könnte klappen. Schaltet wieder ein. Bei Ärztekopter wird Rott gerettet. Ärztekopter. Schluss mit dem Thema. Okay. Rott, du musst jetzt stark sein. Hörst du mich? Ich kann das nicht schaffen, es geht nicht. Dringst du noch durch in unsere Dimension? Wir setzen dir jetzt diese 3D-Brille auf. Und dann lassen wir deine Sucht in der zweiten Dimension. Er ist geheilt. Was war los? Wo bin ich? Warte, Rott. Rott, du bist jetzt in der dritten Dimension. Was soll dieser Rasierschaum in meinem Mund? Special Effects. Oh. Wahnsinn, Jungs, was war los? Ich weiß nichts mehr. Rott, du warst kisspuppenabhängig. Nein. Aber wir haben dich von deiner Sucht befreit. Diese schreckliche Krankheit, von der ich viel gelesen habe. Rott, wir mussten zu dieser Maßnahme greifen. Es war hart. Aber du bist gut durchgegangen. Deine physische Kraft hat dir geholfen, da bist du noch ein bisschen besabbert. Ich hoffe, du wirst nie wieder einen Rückfall haben. Oder? Ich bin so froh, dass ich euch habe. Jungs, jetzt kommt der schwierigste Teil meines Plans. Wie kommen wir zurück in die zweite Dimension? Bela hat die Ärzte, um Rott zu retten, in die dritte Dimension gehievt. Aber wie werden sie in die zweite Dimension zurückkehren? Schaltet ein bei Großstadtärzte. Ganz einfach. Ey, Bela, super Idee, einfach die Brille wieder abzunehmen. Verrückt. Für dich, Rott. Ich gönne mir erstmal ein paar Chips. Tut dir gut. Was ist denn? Bela? Rott? Da fehlt einer. Farin hat eine Stinkwut. Wer war an den Chips? Schaltet ein bei Rote Ärzte. Ein Chip fehlt. Aber nicht umsonst habe ich eine Detektivausbildung gemacht. Der Chip muss noch irgendwo sein. Und ich werde ihn finden, so wahr ich Farin bin. Rott, komm mal her. Was denn? Komm mal her. Was denn? Bleib sitzen. Ich habe nichts gemacht. Als du kisspuppensüchtig warst. Sag die Wahrheit. Ich habe nichts gemacht. Zeig. Ich kann mich nicht mehr erinnern an irgendwas. Rott, ist alles in Ordnung. Wenn man kisspuppensüchtig ist, hat man doch gar keinen Hunger. Woher willst du das denn so genau wissen, Bela? Moment mal! Was?
Da ist ja der Chip! Wo, wo ist? Bela! Ah! Wie kommt er denn da hin? Ha! Niemand isst Farin seine Chips weg. Aber Jungs, ich habe noch eine bessere Idee. Ich teile meine Chips mit euch. Ich will jetzt keine Chips mehr. Bela will keine Chips mehr. Was ist passiert? Schaltet wieder ein, wenn es heißt Ärzte, 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 Ärzte. Bela, Bela, was ist denn? Ich bin doch gar nicht mehr sauer, dass du den Chip gegessen Harin, hast. Das war kein Chip an meiner Lippe. Das war kein Chip? Das war mein Vater. Das war dein Vater? Und du denkst, ich hab ihn gegessen? Bela, ich würde doch niemals deinen Vater essen. Ah! Das war nur ein Scherz. Ah, Vater! Sei froh. Nein! Bela hat seinen Vater zerbrochen. Rott, komm schnell! Zwei Väter? Zwei Väter? Das kann nicht gut gehen. Nachdem Farin Belas Vater zuerst gegessen zu haben schien, stellte sich doch raus, dass er seinen Vater verschonte. In seiner Freude brach Bela seinem Vater das Genick, das chippige Genick. Aber Rodrigo hat noch ein Ass im Ärmel. Und warum heißen die Ärzte die Ärzte? Schalten Sie ein bei Emergency Ärzte. Ärzte, Ärzte, Ärzte. Mein Vater getötet. Bela. Ich habe meinen Vater getötet. Bela, das wird schon wieder. Rott weiß, was er tut. Rott, ach Rott, ach Rott. Hab Vertrauen. Ich mach schon. Keine Angst. Das kriegen wir schon wieder hin. Bela, halt durch. Das kriegen wir hin. In einer Woche ist dein Vater wieder okay. Piep. Das sieht doch ganz gut aus. Piep. Piep. So. Dein Herzschlag hat sich schon wieder stabilisiert. Das Gröbste ist jetzt geschafft. Jetzt brauchen wir eine Woche Ruhe und dann ist gut. Kann ich ihn sehen? Ja, hier. Aber nur eine Stunde Besuchszeit, nicht länger. Oh, Vater. Er sieht wieder aus wie neu. Du wirst bald wieder unter uns Lebenden weilen. Und dann werde ich dich nie wieder in eine Tüte einsperren. Rott. Es ist überstanden. Rott Clooney. Happy End.